ohne dass ich Blumen oder ein riesiges Kuchenpaket mitbringen muss. Und ob das noch nicht aufregend genug wäre, habe ich auch noch zwei Gentlemen dabei, die ich wohl nicht erst vorstellen muss. Mr. John Ritter und Mr. George Hamilton. Wenn das heute keine Sternstunde für Sternburger ist, zwei Giganten aus der Galaxie des Showbiz und kreisen an den himmlischen Torfbahn. Na bitte, Miss Piggy, einen kleinen Kuss und alles Gute. Oh. Ja, von mir auch einen Kuss. Danke. Hier ist noch einer für einen glücklichen Verlauf des Abends, Piggy. Oh, ja. Und jetzt du. So. Haben wir auch noch mehr Glück, ja? Miss Piggy, dieser Kurs ist für alles Glück dieser Welt. Das war schon für mich Witze. Dann holt jemand Miss Piggy und macht sie fertig für die Gymnastik nochmal. Ja, so. Ausblenden und Miss Piggy fertig machen für das Gymnastikstück. Nötig. Wie schon zur Stelle. Aber hier scheinen die Dinge ein wenig außer Kontrolle geraten zu sein. Hier sollte aber alles unter Kontrolle sein. Schließlich ist das hier der Kontrollraum. Ja, hier ist alles in Ordnung, Piggy. Nun, ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, obwohl es ja eigentlich nicht nötig ist, dass du sollst wissen, dass absolut nichts ist zwischen Georgie und moi. Ah ja, das ist lieb. Nun ja, jedenfalls ist nichts, was moi angeht. Ich meine, für die Leidenschaft deines Mannes kann ich mich nicht verwirren. Schon gut, Piggy, ich habe absolut verstanden. Ach, und du findest das in Ordnung, ja? Ich könnte erwarten, dass du grün bist von einem. Wie wolltest du das denn erkennen? Widerlich. Ich würde sagen, du machst dich für die nächste Nummer fertig. Über das Thema unterhalten wir uns nochmal. Ich will liegen.